und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus dem schönen Hamburg, lebe und arbeite allerdings in Singapur mit meinem Gesangsstudio State Art Studio. Natürlich ist das nur ein kleines Video, wo wir die wichtigsten Sachen highlighten. Bitte, bitte suche nach einem Online-Kurs, der dir wirklich hilft, von der Atmung bis zu Mixed Voice und so weiter singen zu lernen. Kontaktiere eine Gesangslehrerin, einen Gesangslehrer in deiner Nähe, damit du richtig fundiert und sauber arbeiten kannst. Natürlich gibt es so viele Sachen, die dir sofort helfen könnten, nämlich sehr schön zu singen. Dazu gehört natürlich die richtige Atmung. Das kann man auch am ehesten korrigieren und am ehesten auch sehen. Wer nämlich falsch atmet, der hat nämlich im Grunde genommen schon irgendwie die Fläche gebildet fürs falsche Singen. Also die Atmung ist die wichtigste Stütze. Dazu gibt es schon ein Video auf meinem Kanal. Das zweite ist natürlich Töne treffen. Das sprechen wir heute nicht an. Ich deute das aber nur mal an. Töne treffen gehört zum Singen dazu, wie... Ja, das ist wie die Luft zum Atmen im Grunde genommen. Es ist so ein bisschen wie das Haus bauen. Du möchtest ja das Haus bauen auf einer guten und gesunden Plattform. Und dazu gehört als Sänger und Sängerin, dass du die Töne triffst. Nummer 3, darauf gehen wir heute nicht ein, aber ich will es mal kurz erwähnt haben. Und zwar, das ist nämlich die richtige Songauswahl. Denn meistens überschätzen sich die angehenden Sänger und Sängerinnen und suchen sich wirklich potenzielle schwere Songs aus. Sowas wie Beyoncé Listen oder Whitney Houston oder Tori Kelly, also im Grunde genommen wird da oft in eine ganz andere Richtung gegriffen, und zwar, was du nämlich gerne hörst, bedeutet nämlich nicht, dass es zwingend zu deiner Stimme passt, dass es zu deinem Register passt, dass es zu deiner Kondition deiner Stimmbänder passt, also da wirklich sorgfältig mal gucken. Naja, und natürlich ganz viele andere Sachen eigentlich. Tipp Nummer 1, der Support. Und zwar, da könnte man sich jetzt streiten bei vielen Gesanglehrern. Dort gibt es einmal Breath Management, Breath Support, dann gibt es da einmal Diaphragmatic Support und überhaupt Support. Heute brechen wir das mal so durch, wie ich es gelernt habe, und ich erzähle dir mal, wie ich das unter Support verstehe und wie ich es gelernt habe. So, viele Sänger kommen in den Kurs und singen: Leise rieselt der Schnee, still und... Ja, auch wenn ich ein bisschen mehr Mühe gebe. Leise rieselt der Schnee. Also, was wir natürlich möchten ist, bei dem guten Support, Breath Management und Support, ist, dass du nämlich die größeren Muskeln in deinen Gesang involvierst. Ja, es gibt nämlich die großen Muskeln wie Diaphragm, Zwerchfell, Core Muscle, Abdominal Muscle, L Muscle, Latissimo Dorsi Muscle. Es gibt nämlich viele, viele Muskeln, die beim Singen eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen, die dich beim Singen unterstützen und die dich beim Singen und die dir beim Singen helfen, dich auszubalancieren. Deine Stimmbänder machen im Grunde genommen die ganze Arbeit. Die sind wirklich Millimeter klein und so groß wie eine Fingerkuppe hier. Wie ein Fingernagel. Damit die Stimmbänder aber nicht die ganze Arbeit für dich machen und nicht irgendwann tired sind, müde vom Übergebrauch oder von zu viel Druck auf den Stimmbändern, nehmen wir größere Muskeln dazu. Ja, beispielsweise das Zwerchfell. Die Arbeit des Zwerchfells, das Loslösen, der Impuls und das Loslösen vom Zwerchfell spielt eine ganz große Rolle. Ja. Listen, I am alone at the crossroads. I'm not at home in my own home. Impuls löst sich. Der Bauch arbeitet, ich atme ein. Das Zwerchfell zieht sich zusammen. Ich atme aus, ich singe die Zeile zu Ende. Der Impuls löst sich. Ich habe es jetzt aber so ein bisschen übertrieben dargestellt. Aber was du im Grunde genommen möchtest, ist, dass dein Zwerchfell für dich mitarbeitet, ja? Dazu gehört auch, dass du ein bisschen energetischer mitarbeitest. Bringt nichts, wenn du singst, listen to the song here in my heart. Das ist nicht energetisch und dadurch wird es auch eigentlich nichts, ja? Das heißt, eine Übung, die ich dir gerne zeigen möchte, ist zum Beispiel eine Atem- und Zwerchfellübung. So, meine Lieben, nochmal kurz zur Ergänzung, weil ich das jetzt gerade im Hintergrund schneide. Es handelt sich hier nicht um Sport. Also, wenn du zu sehr Spannung in deinen Diamond-Support-Bereich gibst, also in deine ganzen Muskeln, Diaphragm, die ganzen Core-Muscle-Muskeln, wenn du dort einfach zu viel Spannung gibst, dann führt das wieder zu Spannung im Kehlkopf und in den Stimmbändern, zu Überdruck und etc. Das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was wir wollen.
durch diesen too much compression, durch diesen Überdruck, kannst du nämlich später Probleme bekommen. Das ist keine Crunch-Übung. Im Gegenteil, wenn du dich nämlich zu doll hier anspannst, wirst du dich nämlich hier anspannen, mit deinen Taschenfalten wirst Druck auf die Stimmbänder geben und dann singst du aus dem Hals. Nochmal ganz kurz zur Anmerkung, auch Zwerchfell, ich singe aus dem Zwerchfell, ist ein Mythos. Im Grunde genommen singt ja keiner aus dem Zwerchfell, weil der Zwerchfell ist ja ein Muskel, da kann man ja gar nicht singen. Also hier geht es wirklich darum, dass wir den Körper beim Singen benutzen. Also hier geht es wirklich darum, dass wir den Körper beim Singen benutzen. Das ist ein unterstützendes, moderates Gefühl. Das kannst du auch zum Beispiel machen, indem du eine Wand wegschiebst. Das kannst du auch, du kannst auch einen guten Support haben mit Head and Neck Anchoring. Wenn du Übungen machst und deinen Körper nicht mit aktivierst, wenn dein Körper dich nicht unterstützt, dann wird es ein bisschen, sage ich mal, lahm klingen, vielleicht nicht ganz so voluminös, vielleicht auch nicht richtig voll, wie du es gerne hättest. Und es klingt dann so, listen, I am alone at the crossroads, I'm not at home in my own home. Da habe ich auch natürlich ein bisschen mehr Compression gegeben, ne? So, ich hoffe, ich konnte das nochmal schnell anmerken. Eine gute Übung, die dir hilft, dein Zwerchfell zu trainieren, sind so Konsonantenübungen. Sowas in der Art. Ja, ich habe das jetzt mal ganz schnell gemacht, weil Watchtime ist ja immer nur 3 Minuten, aber dann siehst du eigentlich auch hier, ja, ich mach das mal einmal. Keine Sorge, ich bin nicht schwanger. Ich sehe nur so aus. Und dann könntest du so eine Staccato-Übung machen, die hilft dir nämlich auch. Es geht dann ungefähr so. Ja, ha, 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 ha. Ja, ha, 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 ha. Das kannst du aber auch anders machen. Ja, ha, 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 ha. Ja? Oh, es gibt ganz, ganz viele Übungen zum Thema Zwerchfell. Und das ist zum Beispiel etwas, versuche also deine Diamond Support, wie das auch bei anderen Büchern genannt wird. Ich verlinke mal das Buch jetzt hier so drunter. Dort nennen sie es Diamond Support. Das hilft dir auch beim Singen.